herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir mal zusammen Wolf Tales und ja, es hat sich schon wieder derartig viel geändert. Ja, wir sind hier gerade ein Fantasy-Fuchs und zwar den Doppelgänger-Fuchs. Das ist auch eine krasse Geschichte. Wir haben nämlich den Fuchs-Clan auf Level 34 schon gebracht und haben momentan wieder krass Pech. Aber ja, das ist nicht so schlimm. Ich bin auf jeden Fall happy, dass wir so einen Fuchs bekommen haben, weil ich finde es echt cool, dass der hier diese weißen Pfoten hier da hinten hinterlässt und so. Es ist einfach cool, wirklich. Und wenn wir schon bei Fantasy sind, haben wir auch gerade hier noch so eine Fantasy-Fledermaus. Fledermaus, ja. Ich bin so gut. Ja, also die war auf jeden Fall im Angebot. Anstatt 900 Mondsteine kostete sie nur 720. Und diese Woche ist, glaube ich, im Angebot genau ein Drache und so ein Leopard. Aber das brauchen wir nicht. Und wir haben sowieso nicht genug Mondsteine. Wir haben nur noch 34 wegen dieser Fledermaus. Aber ist nicht so schlimm. Und ich sehe gerade was Leuchtendes. Oh mein Gott. Ist ein Tipp von mir. Immer wenn ihr was Leuchtendes seht, ihr müsst das hier in Wolfs jetzt immer einsammeln oder halt eure Begleiter. Ich weiß auch nicht, weil das ist auf jeden Fall immer was wert, wenn man hier was will. Ich hatte übrigens heute, Leute, ich hatte im Clan einen Fantasy-Bären, okay? Ich hatte einen Fantasy-Bären als Junges im Clan. Das ist einfach... Ich wollte den so gerne haben, aber ich habe nur 80 Fantasy Orbs, diese grünen Kugeln, und es braucht 240. Das hat mich so aufgeregt und ich hatte nicht mal irgendwie Handelmöglichkeiten, nicht mal genug Mondsteine. Und dann musste ich das Ganze einfach abbrechen. Und das hat mich heute echt viel Laune gekostet. Aber es war ja nur 9 Uhr morgens, als ich das erfahren habe. Aber okay. Es ist voll traurig. Ich hätte vielleicht wirklich eine Chance auf einen Fantasy-Bären gehabt. Aber ist egal. Wir haben einen mystischen und das sollte einigermaßen reichen. Mein Ziel ist es heute, endlich mal mit dem Fuchs Level 100 zu werden. Wir brauchen nur noch 1000 ungefähr von XP und dann sind wir einfach mal Level 100 beim Fuchs. Das ist echt krass. Oh, wir werden angegriffen. Krass. Hälfte der Leben sind schon weg. Ja, ich würde da gerne hier mit euch endlich mal Level 100 werden. Das wäre einfach mal mega krass. Warum sehe ich hier, das ist schon jetzt das vierte Mal, dass da so ein Orb leuchtet, ne? Ganz ehrlich, das ist das. Was haben wir hier für Glück? Kriegen wir einfach mal hier ein bisschen Orbs. Ist immer gut. Guckt euch, da hinten ist noch eine. Was ist das für ein Glück? Aber, oh mein Gott, da ist noch eine. Da ist noch eine. Okay, easy. Wir haben Glück mit solchen mystischen. Jedenfalls. Bei der Quest momentan muss ich halt nur noch Fähigkeitspunkte ausgeben, ein Junges rekrutieren und Grabeabschnitte in der Höhle. Das habe ich schon gemacht. Ich hole es aber immer erst am Ende ab. Frag mich nicht, wieso. Ich bin faul, um extra in diese Höhle reinzugehen. Darum, ja. Aber das kriegen wir schon hin. Und wegen den Drachen, was haben wir bei den Drachen schon, welche Dings da hier erreicht? 73, der braucht 100, okay, weil ich werde auf jeden Fall nicht so 5000 irgendwas haben. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir sind Level 100. Okay, das ist krass. Level 100 ist eine krasse Zahl. Wir sind beim Wolf übrigens auch schon fast Stufe 100 vom Wolfslevel her. Das ist einfach krass, wirklich, das ist einfach nur krass. Und das ist ein Ort. Das ist noch krasser. Da ist Wasser. Das ist alles selten hier. Mein Gott, ey. Der Fuchs mag uns heute anscheinend. Gehen wir mal in den Clan rein. Der hat noch kein Junges zur Verfügung. Okay, sad life. Weil das wäre ein Kommen und das könnten wir echt gut gebrauchen. Aber, naja, was will man machen, ne? So, ich habe uns jetzt den geflügelten Wolf hier besorgt. Habe ich jetzt mal den Skin geswitcht. Und sind wir hier jetzt in Stufe 30 Wolf mit Wings. Das ist echt, ich liebe diesen Wolf ultra krass. Ich habe für ihn Gems ausgegeben, weil ich nicht genug genug halt von diesen ganzen Ressourcen hatte. Und ich war so verrückt und ich habe einfach mal da Mondsteine ausgegeben. Ich bin so schlau, ne? Aber ist auch egal. Boah, der Sonnenaufgang ist hier so, so schön. Das ist echt schön gemacht, wie es hier immer Tag und Nacht wird. Aber ich bevorzuge eher, wenn es hell ist.
Oder eben so Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, weil wenn es Nacht ist, ist es dunkel und ich will schon was sehen hier. Und darum finde ich es cooler, wenn wir hier ein bisschen was sehen können. Oh mein Gott, ich sehe was Leuchtendes. Es ist zwar kein Orb, aber Wasser. Und hier sind noch Knochen. Kroatien, krass. ja, beim Wolf. Ich weiß gar nicht, was wir hier alles noch machen müssen. Aber wir können ja mal gleich gucken, nachdem wir diesen Bär gekillt haben. Nice. Wir haben ihn gekillt. Ich meine, die Luft, dass wir nicht wieder angegriffen werden, wenn ich nichts checke. Wie vorhin beim Fuchs, ne? Das war auf jeden Fall was Krasses. besiegen jeden Clan, gibt Fähigkeitspunkte aus. Ich weiß nicht, warum da immer Fertigkeitspunkte steht und dann sonst manchmal auch Fähigkeitspunkte. Das ist einfach nur komisch. Und grabe Abschnitte deiner Höhle, das haben wir auch schon gemacht, aber ich bin immer noch zu faul, um reinzugehen. Und ja, die sind inaktiv. Moin. Eine Stunde warten müssen wir noch. Kriege ich hin? Ich habe so viel Geduld und ich sehe gerade, ich brauche blaue Orbs, weil ich, ja, bin ein bisschen knapp bei Ressourcen. Ist nicht so schlimm, aber trotzdem. Wir haben eh genug von diesen Sachen hier. Also geben wir einfach mal ein bisschen was frei. Oh, wir haben echt viel Grüne. Oh, Leute, wisst ihr, was ich gerne für einen neuen Fantasy Wolf haben möchte? Gerne mit Flügeln, und zwar den hier. Das ist mein Favorit. Der ist einfach nur schön. Aber der hier, also die zwei hier, sind meine Favoriten ohne Flügel, den ägyptischen und den Geistwolf. Und mit Flügeln ist es der Donnerwolf. Dann haben wir ja noch den, was ist das, ein Erdwolf? Ich glaube, keine Ahnung, was das ist. Ja, und den haben wir ja schon. Und der hier kostet zum Glück grüne und pinke solche Kugeln, weil davon haben wir auf jeden Fall genug, wenn einmal sowas auftauchen würde, falls wir Glück haben würden. Und jetzt ist schon die Sonne auf. Das ging so ultra schnell. So, ich bin hier jetzt im PvP bei diesen Drachenhöhlen-Dings da. Ja, es ist jetzt ein neues Event, weil es war ja vor kurzem Freitag, da wurde jetzt ein neues Event freigeschaltet. Aber leider, wirklich leider, es ist halt so ein, okay, der greift mich glaube nicht an, es ist halt leider so ein kurzes. Also da muss man maximal 44.000 sammeln von diesen Battle Points. Und das ist extrem wenig, wenn du halt einfach so diesen Drachenhügel so 44 Mal gehst, dann hast du das schon. Und dafür eine ganze Woche, das ist das hat man sehr schnell hingekriegt. Also ein Freund von mir, der hat das auch in einem Tag geschafft. Also das war ohne Probleme. Also Beschäftigung ist jetzt nicht wirklich dabei. Und es ist am Ende auch als, also so als, wie kann man das nennen? Also halt, dass dieses Entbelohnungsdingens. Das ist halt kein mystischer Wolf, sondern nur ein seltener. Und ein mystischer wäre eigentlich ein bisschen spektakulärer. Aber ist doch egal. Wir sind hier gerade mit unserem mystischen Erdwolf. Der ist Stufe 92. Passt ja noch eigentlich sehr gut. Das war im Event vor 2 Wochen war das der Wolf, den man kriegen konnte. Und ich glaube, wir werden jetzt mal hier ein bisschen Gegner killen. Ich habe Bock auf Killen. Kriegt man auch XP. So, wer ist das? Hat der eine. Oh nein, die dürfen wir nicht angreifen. Schau, wir werden hier angegriffen. Na, ich kann mich nicht mit denen anlegen. Die haben viel zu hohes Level. Egal. Sehe ich ja so, ob ich hier unsterblich bin oder was. Ich will nicht sterben. Das ist manchmal echt ein bisschen zum Kotzen, wie das hier alles läuft. Okay, nice. Die kämpfen nicht, ne? Der ist 333. Mein Gott, die haben das Spiel schon so lang. Ich wollte diesen Kuga hier eigentlich angreifen, aber jetzt mache ich es doch nicht. Und wir hatten hier schon wieder angegriffen, Mann. Kann man mich mal in Ruhe lassen? Hallo? Ich habe nichts gemacht. Bis jetzt habe ich noch nichts gemacht, okay? Noch gar nichts hier. Beweis. Ich habe niemanden gekillt. Niemanden. Die machen das nicht, nicht. Bisschen kampflos muss man haben. Ich sehe hier auch manchmal immer öfters immer dieselben. Der ist böse da hinten, ne? Der hat mich vorhin auch einfach angegriffen, ohne dass ich was gemacht habe, ne? Und jetzt macht das wahrscheinlich auch bei meinen Teamkollegen. Geh mal weg. Manchmal gibt es echt Hobbylose, die einfach nur weiß, was ich hier was haben im Kopf. Ja, den können wir eh nicht besiegen. Guck mal, jetzt teleportiert er sich zu mir mit seinem blöden Gift. Wir haben aber keine Chance gegen ihn. Weil der ist echt eine Nummer zu groß für uns. Auch wenn er nun seltener ist und wie ein Mystischer, der hat 50 Level höher als ich. Und das ist nicht gerade eine schlaue Taktik, was ich hier mache. Guck mal, der verliert gar nichts, ich gehe lieber weg.
Wisst ihr, was mir und meiner Freundin letztens mal passiert ist? Das ist so, oh mein Gott. Digga, ich komme hier nicht vom Fleck, ne? Das ist so ein asozialer Honk, Alter. Was ist das? Jesus. Meine Güte, hat der Aggression oder so? Meine Güte, ich habe nichts gemacht, okay? Nix. Mein Gott, ey, so eine Nervensäge. Naja, was ich sagen wollte, ich und meine Freunde hatten letztens irgendwie einen Bug oder einen Hacker, der uns einfach mal alle Ressourcen beim Wolf, okay, danke, beim Wolf genommen hat. Wirklich die ganzen Fantasy-Sachen und alles, es wurde halt wie zurückgesetzt und am Ende blieb noch so ein bisschen was übrig. Das war bei mir und meiner Freundin, dass das passiert. Ich glaube, es war ein Hacker, weil anderes kann ich mir nicht vorstellen. Und das war so mühsam, dann alles wieder neu zu sammeln. Und dann habe ich ja diesen neuen Fantasy, diesen Wächterwolf habe ich ja bekommen. Der ist ja Stufe 44. Und dann musste ich halt wirklich erstmal, oh okay, fuck. Musste ich erstmal alles neu sammeln, dass ich das überhaupt für möglich gehalten haben konnte, dass ich da überhaupt noch ein Fantasy bekommen konnte. Dass es wirklich einfach nur wie aus dem Nichts so passiert, dass alle schönen Ressourcen weg waren. Wirklich mies. Naja, wie dem auch sei, ist nicht so krass schlimm. Ich habe mich wieder erholt und alles, aber es war trotzdem ein bisschen mühsam und so. Ist jetzt auch egal. Naja, danke Leute fürs Zusehen, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!